In Bayern kostet Trucker bei Gina eine Umleitung 20 wertvolle Minuten. Das Schlimme ist hier, wenn das so dörfliche Verhältnisse sind, dann ist es halt immer gleich ein Umweg von gefühlt 30 Kilometern. Und da steht jetzt wieder gesperrt. Ich hatte jetzt noch 5, jetzt habe ich 17 Kilometer noch. 12 Kilometer, die wir jetzt extra haben. Mich nerven Umleitungen immer. Also mir ist es egal, ob es vorm Ziel ist oder mittendrin, es ist einfach nur nervig. Es ist immer ein Zeitverlust, es ist immer ein Scheiß zum Fahren, weil meistens die guten Straßen gesperrt sind. Wie man es ja hier auch gerade sieht, die Straße ist sau eng, es ist irgendwie kacke. Oh Mann, echt. Aber mir geht's noch gut. Das wundert mich selbst. Normalerweise wäre ich jetzt schon aufgelöst. Also wenn es nicht nach Plan läuft oder der Weg auf einmal nicht mehr stimmt und ich nicht weiß, wo ich bin oder wo ich hin muss, da drehe ich durch. Das packe ich einfach nicht. Meistens macht sich Gina umsonst Sorgen. Und heute ist das auch wieder so. Genau, und der Hof heißt gut eben rot. Gina ist auf der Zielgeraden. Oder zumindest zu etwas Ähnlichem. Das ist ja auch so eine richtig vertrauenswürdige Straße, wo man auf jeden Fall weiß, man ist richtig. Der Besitzer von Gut Ebenroth ist noch kein Stammkunde. Da will Gina in jedem Fall einen guten Eindruck machen. Ich hoffe, ich muss jetzt da reinfahren. Ich kenne mich gar nicht aus. Lecco mio, heute ist nicht mein Tag. Ich hab's geschafft! Morgen! Scheiße, 20 Minuten hat's mich gekostet. Ja. Wo laden wir ab? Da vorne die zweite Einfahrt runter. Ja? Dann rechts neben die Halle. Okay, passt. Zweite Einfahrt, rechts. Zweite Einfahrt links. Links. Jens Völker ist entspannt, trotz der kleinen Verspätung. Gina kann sich jetzt voll und ganz auf das Entladen konzentrieren. Knapp 18 Tonnen Rauffutter. Neben der Landwirtschaft betreibt das ehemalige Klostergut hier einen großen Pferdehof. Servus! Hi. Da bin ich! Ich bin einen Scheiß zusammengefahren mit dieser komischen Umleitung. Aber jetzt bin ich da. Nicht so schlimm. Alles gut? Passt. Wir haben heute früh den letzten Ballen raus. Passt genau. Tagesgenau. Perfekt. Dann laden wir ab. So, Klassiker-Gurte erstmal aufmachen. Und dann holt der Jens seinen. Was hast denn du? Radlader. Holt er seinen Radlader und lädt mich ab. Und ich bin quasi die Gurthalterin währenddessen. Mir ist nämlich schon mal passiert, dass der Zinken da reingestochen ist und ist mein ganzer Gurt auseinandergeflattert. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, den immer auf die Seite zu halten. Wo fangen wir an? Wo du willst. Fangen wir am Hänger an. Soll ich ein Stück vorfahren dafür oder? Nee, das passt. Okay. Gott sei Dank. Wir haben Räder dran. Gott sei Dank. Nachschub für die Vierbeiner. Wegen der zunehmenden Trockenheit muss der Betriebsleiter immer öfter Heu zukaufen. Jetzt kriegt ihr quasi was bis zur Ernte und dann habt ihr wieder selber was. Ich hoff's. Wenn's regnet, ja. Wenn's nicht regnet, nicht. Ich habe in vielen Orten gehört, dass jetzt schon wieder Dürre ist. Also gerade Heidelberger Raum ist richtig schlimm anscheinend. Also bei uns sollte heute nachts der große Regen kommen. Ein Liter hat's geregnet. Hoffentlich nicht. Aber es ist ja schön, wenn du kommst. Ja, passt, oder? Und während Jens ablädt, kann sich das Trucker-Babe um andere Dinge kümmern. Ich muss mir schon meine Haare durchkämmen. Jetzt mache ich mein Ritual. Ich kämme meine Haare, weil die sind meistens voller Heu und Stroh und mega verzaust vom Wind. Dann schaue ich noch mal schnell, dass mein Make-up ein bisschen passt. Und der Klassiker, dafür habe ich die Handyhalterung. Mir ist es schon wichtig, dass ich gepflegt aussehe und mich wohlfühle. Ich weiß nicht, so ungeschminkt, das wäre irgendwie nichts für mich. Und meine Haut glänzt immer so, da muss ich ein bisschen nachhelfen. Und gegen die Müdigkeit hilft es auch. Die einen schwören auf Kaffee, Gina auf Make-up. Hauptsache, es macht wach. Nach einer knappen Dreiviertelstunde hat Jens den letzten Ballen eingefahren. Sein Fazit? Also so ist ganz gut gelaufen. Gut, die 20 Minuten Verspätung, das war jetzt nicht so schlimm. Mit dieser Umleitung, das ist anderen auch schon passiert. Alles gut, Qualität vom Heu ist super. Zum einen dürfen keine Giftpflanzen drin sein, zum Beispiel Herbstzeitlose oder Jakobskreuzkraut. Da tun die Pferde ganz sensibel darauf reagieren. Und darum brauchen wir sehr gute Qualität vom Heu. Passt, sehr gut. Und ich hoffe, dass sie in 4 Wochen wieder kommt. So, haben wir's. Fertig, ja. Du hast gesagt, nächsten Monat noch mal, gell?
Sehr gut, ja. Vier Wochen. Schauen wir, wer vorbeikommt. Dominik oder ich. Genau. Ja, du musst wieder kommen. Oder so, ja. Da komme ich, die Tour passt. Und zurück fahre ich jetzt wieder durch die Absperrung zurück. Okay. Durch den Wald, an der Absperrung vorbei. Und dann kannst du auf die Autobahn. Das kriege ich hin. Hoffe ich. Diesmal. Gut. Wunderbar. Super. Dann bis dann. Danke. Ciao. Das hat doch alles super geklappt. Trotz zwischenzeitlicher Zweifel. Ich habe jetzt einen neuen Stammkunden. Das freut mich natürlich sehr, weil das eine coole Tour ist. Die ist recht einfach, wenn nicht die Sperrung gewesen wäre. Aber sonst findet man super hierher. Ich habe mir wie immer unnötig Sorgen gemacht. Die nächste Sorge ist die einer Mutter. Rechtzeitig nach Hause kommen, um Tochter Marie-Sophie von der Schule abzuholen.